Die Spielegrafik von Wild Arms 3 ist das hier nicht, sondern das sehr schick gemachte Intro, das ein wenig einen Eindruck vermitteln soll vom Charakterdesign und der Atmosphäre des Spiels. Während wir das hier noch ein bisschen laufen lassen, erzähle ich euch erstmal ein paar grundsätzliche Dinge zu Wild Arms 3. Es ist ein Rollenspiel, dessen Szenario so ein bisschen eine Mixtur ist aus Science-Fiction, Fantasy und dem Wilden Westen, wie man an den Charakteren schon unschwer erkennen kann. Es handelt sich, das suggeriert schon der Titel, um den dritten Teil einer Serie. Die ersten beiden Teile erschienen für die PS1. Wer die ersten zwei Wild Arms Teile gespielt hat, weiß ganz genau, was ihn im dritten Teil erwartet. Allen anderen erkläre ich jetzt in den nächsten Minuten mal ein paar Dinge in Sachen Spielmechanik im Detail. Die Gruppe, die ihr durch das Spiel begleitet, besteht aus vier sogenannten Driftern. Drifter sind Söldner, die die Einöden der Welt Filgaia durchstreifen auf der Suche nach lukrativen Aufträgen oder dem Sinn des Lebens. Eure Gruppe trifft sich zu Beginn des Spiels zufällig in einem Zug. Was zunächst allerdings zufällig aussieht, erweist sich schon bald als schicksalhafte Begegnung und die vier stoßen gemeinsam auf eine ganz, ganz große, dunkle, böse Sache. Die Spur dieser üblen Machenschaften zu verfolgen, ist eine recht lineare Angelegenheit. Meist geht es darum, Schreine zu besuchen. In diesen Schreinen befinden sich überirdische Wächter, die sogenannten Guardians, und mit denen haben einige böse Burschen was Übles vor. Ihr wollt diese Guardians schützen. Netter Seiteneffekt dabei. In regelmäßigen Abständen verleibt ihr euch diese Guardians ein und sie versorgen euch mit Zauberkräften. Das ist also sozusagen der Magieersatz bei Wild Arms 3. Und diese Magie ist neben euren Waffen euer primäres Verteidigungsmittel. Wie das Ganze, Magie und Waffen, in der Praxis funktioniert, zeige ich euch jetzt mal anhand eines Kampfes. Hier stehen unsere vier Drifter jetzt drei bösen Rittern gegenüber, die aussehen, als würden sie kräftig reinhauen. Deshalb fangen wir an mit einem Zauber, der unsere Ausweichfähigkeit erhöht. Und dann schauen wir erstmal, was passiert. Hier habe ich auch prompt einen kritischen Treffer gelandet. Der hängt damit zusammen, wie ihr eure Waffe aufgerüstet habt, aber auch mit dem Glück eurer Charaktere. So, der Gegner hat jetzt was ganz Fieses gemacht, einen sogenannten Eraser gezaubert. Damit kann er alle vorteilhaften Schutzzauber, die ich mal gemacht habe, wieder rückgängig machen. Ich habe, wie ihr euch erinnert, eben den Zauber gesprochen, dass ich besser ausweichen kann, und den hat er mir jetzt wieder kaputt gemacht. Grundsätzlich habt ihr im Kampf drei Möglichkeiten. Ihr könnt einen Zauberspruch einsetzen, ihr könnt eine der Spezialfähigkeiten eures Charakters einsetzen, teilweise könnt ihr auch beides kombinieren. Spezialfähigkeiten und Zaubersprüche könnt ihr nur durch den Einsatz sogenannter Force Points ausüben im Kampf. Diese Force Points, die steigern sich langsam im Laufe der Auseinandersetzung. Ansonsten könnt ihr immer mit eurer Waffe drauf schroten. Das solltet ihr auch tun, denn oft ist es das effektivste Mittel. Wenn ihr nicht gerade kämpft, müsst ihr in den Dungeons oft Action-Adventure-typische Rätsel lösen. So gilt es hier beispielsweise, durch gutes Timing über sich hebende und senkende Blöcke
sicher das andere Ende zu erreichen. Was ich recht lange üben musste, um das für das Video hier so wunderbar fehlerfrei und flüssig hinzukriegen. Kistenschieberätsel sind scheinbar nicht tot zu kriegen und so gibt's sie auch bei Wild Arms 3. Außerdem verfügt jeder der Charaktere über seine ganz eigenen Werkzeuge, die dann Grundlage vieler Rätsel im Spiel sind. Hier ein kleines Beispiel: Der Charakter, den wir gerade hatten, nützt uns nichts. Wir wechseln also auf einen anderen und benutzen seinen Eisstrahler, um dafür zu sorgen, dass Licht durch das Fenster da oben flutet und auf den Ballon da unten scheint. Damit öffnen wir später eine Tür. Ein anderes Beispiel für den Einsatz der Werkzeuge. Zunächst entflammen wir einige dieser Fackeln im exakten Spiegelbild zur anderen Seite. Dadurch öffnen wir diese Tür. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie kommen wir durch die Glasscheibe. Dazu wechseln wir jetzt den Charakter. Jetzt wählen wir nämlich Clive. Clive verfügt über Bomben. Und damit kann er sich durch das Glas sprengen und wir können durch die Tür. Zwischen den Städten und Dungeons bewegt ihr euch auf einer Oberwelt fort, entweder zu Fuß oder hier mit dem Pferdchen oder später auch mit ganz obskuren Fahrzeugen. Die ganzen Städte und Dungeons sind allerdings nicht einfach so auf der Karte zu sehen, sondern ihr müsst durch Knopfdruck danach suchen. Das waren eben diese grünen Kreise. Dann taucht so eine Ruine auf. Meiner Meinung nach ein Element, das man sich hätte sparen können. Auf euren Reisen kommt es oft zu den obligatorischen Zufallskämpfen. Die könnt ihr allerdings, zumindest in begrenztem Umfang, auf Wunsch umgehen. Gut, während jetzt hier meine Recken die Monster vom Pferd aus plätten, verabschiede ich mich von euch. Ich gehe jetzt und lasse mich von David ausschimpfen, weil ich wieder viel zu viel erzählt habe und das Video garantiert Überlänge hat. Euch wünsche ich in der Zeit viel Spaß mit dem Rest der DVD.